Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Baldur's Gate 2 Throne of Baal. Jo. Wir sind gerade in unserer hübschen Landschaft, wobei die beiden Karten eigentlich nicht mehr so aussehen dürften, wie sie gerade aussehen, sondern viel friedlicher. Ja. Wir reisen jetzt aber wieder zurück in die wachende Festung. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Lassen Kaedron quatschen. So, jetzt sind wir wieder auf der letzten Ebene der wachenden Festung. Wir könnten jetzt durch das Siegel treten. Das will ich allerdings noch nicht. Sondern ich will einfach hier erstmal raus. Und Zeug verkaufen. Ja, die letzte Tür ist noch verschlossen. Aber alle anderen haben wir bereits. Also das war der Eingang zur ersten Ebene, zur zweiten, dritten, vierten. Das war jetzt die fünfte Ebene. Und so wie es aussieht, gibt es noch einen direkten Ausgang von der untersten Ebene. Also eigentlich da, wo der Eingekerkerte sein sollte. So, wieder hier hoch. Wieder mit ihr reden. Habe ich eigentlich irgendwas hier drin, was ich nicht so unbedingt brauche? Nö. Ich habe nur Sachen drin, die ich bunkern könnte. Und hier eigentlich auch nicht. Questgegenstände, aber die könnte ich dann mal in meinem Einsprengsel hinterlassen. Habe ich hier irgendwelche Schriftrollen zu verkaufen? Nein. So, hier haben wir Zeug. Stab der Himmel kann weg, weil ich die finde ich eh nicht so besonders toll. Der Kanalisationsumhang kann auch weg. Zweihändiges Schwert können weg. Bolzen. Ja, Bolzen benutzt halt keiner. Die können weg. Sein Prunkharnisch nicht. Nein. Schmuck kann weg. Okay, über den Mondstein und den Diamanten bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Granate können weg. Zios können weg. Korn und Wasserstern können weg. Zios, Sonnenstein, schwarzer Opal. Blutstein. Lol, Himmelstropfen. Hat er. Haben wir bei ihr zufällig einen Smaragd verkauft? Den hätte ich gerne wieder. Titanit bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Oh, Sternsaphire, die hätte ich ja gern alle drei wieder. Luchsauge, Diamant. Und hier ist ihr ganzes eigenes Zeugs. Wobei, Behälter öffnen, tu mal alles, was hier drin ist, in den Rucksack. So. Oh, den Schriftrollenbehälter, das stimmt, da war noch was. Aber wir gehen erstmal kurz ins Einsprengsel zurück. Das wundert die hier ja gar nicht, dass wir uns einfach so mal schnell wegteleportieren. Und den Sternendolch mal bitte. Sespena, wo du bist.
Ach ja, gib mir mal das ganze Edelsteinzeug. Ja, uns fehlt auf jeden Fall noch ein Sternensaphir. Das ist mir klar. Zespina. Zeig mal. Heiliger Rächer, brauchen wir Türauge. Wahl hatte einen davon, stocherte zwischen Zähnen damit. Ja, 5 Sternsaphire. Turmisch geschmiedet. So schön das. Wunderbar. Ja. Wunderbar. Schädler ist Leichnams für Spektralfeuer. Wie wild. Flegel. Flegel für alle Kopfgrößen. Sicher, dass ihr nicht alles wegschmeißen wollt. Wäre einfacher so. Ey, wo kriege ich eigentlich den letzten Flegelkopf her? Was haben wir denn da? Ein Buch. Gute Nacht, Lektüre, ja. Ja, Bohlenbuch. Moment, Handschuh. Ein Handschuh. Nur einer? Was macht ihr denn mit sowas? Oh, Moment, da ist noch einer. Ja. Oh, das ist der Badenhand. Das sind Badenhandschuhe. Sie sind für gut für Baden. Für mein Rezept brauchen wir 5000 Goldmünzen. Ein Diamanten, ein Saphir, ein Smaragd sowie einen Schurkenstein. Und ihr habt sogar alles. Na gut, dann mach mal. Okay, bitte zurückgehen. Neues Rezept noch nie probiert vorher. Könnte dreckig werden hier. Wunderschön. Cespina geht wieder an die Arbeit. Oh ja. Viele schöne Sachen finden, vieles sammeln. Gut, wir haben die Badenhandschuhe. Diese Lederhandschuhe sind mit verschiedenen Edelsteinen geschmückt und stärken die Fähigkeiten eines Barden. Ja. Der Träger kann sich einen Zauber des 2., 3. und 4. Grades zusätzlich einprägen, hat einen ETW von minus 1, einen RK von minus 1 und hat nur ein Gewicht. Können nur vom Baden verwendet werden. Das sind sehr gute Badenhandschuhe. Hoppala. Dafür habe ich aber einen Sternsaphir geopfert. Was nicht ganz so schön ist, aber... Damit kommen wir irgendwie klar. Die beiden Sachen können mal raus. Gegengiftring, die Shakti-Statue, Ring der Gnadentöter. Behalten wir mal. Sehr viele konzentrierte Heiltränke. Aha. Können die beiden Sachen nämlich auch mal weg. Und ich muss mal gucken, bei wem muss ich alles Tränke nachfüllen? Bei 2. Bei dir. Und bei dir. Wie viele von den Heiltränken haben wir hier eigentlich noch? 20. Okay. Ich kann also ruhig weiter verschwenderisch mit Heiltränken umgehen. Ja, natürlich. Ich habe nämlich noch über 100 Stück in Reserve. Um genau zu sein, habe ich hier 86 und dann nochmal 20. Und ich glaube, mit Heiltränken geht das Heilen schneller als mit den leichten Heilzaubern. Wenn es das ist, was so, ihr könnt unsere Fähigkeiten Heilung klar in Anspruch nehmen. Dann verkaufe ich mal das bei dir. Und hier habe ich hier irgendwas, was ich verkaufen möchte. Nö. Aber hier. Kettenblitz, Abbild, Todeszauberschutz von magischer Energie, Schild und Rüstung können weg. Chaosphäre. Habt ihr Chaosphäre nicht gelernt? Du kannst Chaosphäre bereits und du kannst es auch bereits. Okay. Hm.
Abwehrtränke habe ich hier wahrscheinlich keine mehr, nein. Nur den Stank der, Stank, einen Trank der Steinform. Fragt nur, euer Wunsch ist mein Begehr. Ich mag Leute wie euch eigentlich nicht, aber guten Tag trotzdem. Das war Odrin. Bruder Paul, hast du noch was zu sagen? Habt ihr irgendwelche Fragen, mein Kind? Warum zerstöre ich den Eingekackert nicht einfach? Dann haben wir die Sache für alle einmal hinter uns gebracht. Wie viele Stockwerke? Ich denke, dass die Festung 5 getrennte Stockwerke hat. Die 5. ist die untere Kammer, durch die man zum Eingekackerten gelangt. Jede der Ebenen hat ein Siegel, das den Zugang zum nächsten Stockwerk verwehrt. Ich weiß nur wenig über die Art der Siegel. Ich weiß auch nicht, wie man sie überwinden kann. Sie sind dazu geschaffen worden, um den Zugang so schwer wie möglich zu machen. Es wird also sicher nicht leicht werden, die Siegel zu öffnen. Nein, eigentlich nicht. Wir wünschen Tempssegen mit euch, mein Kind. Seid mir gegrüßt. Es ist schön zu sehen, dass es euch gut geht. Ich habe keine Änderungen bezüglich des Siegels gespürt. Ich hoffe doch, dass alles in Ordnung ist. Ja, eigentlich schon. Alles läuft nach Plan, obwohl es mir bisher noch nicht gelungen ist, die untere Kammer zu erreichen. Der Eingekackerte hat das Siegel noch nicht zerstört. Das ist alles in Ordnung. Ich danke euch nochmals dafür, dass ihr uns helft, Thalys, und bete, dass ihr erfolgreich sein mögt. Ja. Also auf zum Eingekerkerten. Was ist eigentlich auf sie gewirkt, dass sie die ganze Zeit so blass ist? Steinhaut? Warum wirkt auf sie dauerhaft Steinhaut? Abwehr. Nessarie, die maximal Treffer erhöhen sich, der Träger sich einen zusätzlichen Zauber einprägen. Und das Amulett. Eigentlich auch nicht. Ach, Gargoyenstiefel. Der Träger kann zweimal täglich Steinhaut wirken. Zwei Schichten hier anwählen und die Träger ist gegen hinterhältige Angriffe immun. Ich helfe, wo immer ich kann. Ich warte. Nun gut. Nun gut. Und dann heißt es wohl wieder rein hier. Was möchtet ihr? Und öffne dich. Die Natur könnte selbst finden, wenn der Ort nur gereinigt und das Gleichgewicht zurückgebracht würde. Fragt nur. Ja. Erfahrungspunkte erhalten. Ihr dreht das Rad und das Portal öffnet sich. Erledigte Aufgaben. Das letzte Siegel. Mithilfe der Schlüssel des Herzens, des Geistes und des Verstandes habe ich das letzte Siegel geöffnet. Der Weg in die Gruft des Eingekerkerten ist nun frei. Yay. Keine große Herausforderung. Ihr wagt es euch zu nähern, Sterblicher. Ja, als ihr die Kammer betretet, schwappt das Gefühl über euch hinweg, dass sich hier eine konzentrierte Macht befindet. Ihr habt das Gefühl, dass ihr die Aufmerksamkeit von etwas erregt habt. Dieses Interesse ist völlig fremdartig und seltsam. In euch zieht sich alles zusammen. Ihr könnt nichts Körperliches in der Kammer sehen, aber ihr fühlt eine Gegenwart, die euch von allen Seiten umgibt. Eine geisterhafte Hand streift über eure Wangen, eine seltsame Geste, die euch zusammenzucken lässt, aber das Gefühl ist ebenso rasch vorbei, wie es kam. Ja, hier sind 5 offene Ketten. Was wurde hier angekettet? Was 5? Wurde der Schwanz mit angekettet? Ich spüre etwas hier, eine Präsenz. Sie ist mächtig, so mächtig, dass ich sonst überhaupt nichts mehr spüren kann. Berwan, beschütze uns. Ich bin der Eingekerkerte. Ihr stört meine einsame Ruhe, Sterblicher. Die Präsenz entfernt sich dann ein wenig und scheint nachzudenken. Dann spricht sie in euren Gedanken.
Die Sprache besteht jedoch nicht aus Worten, es ist eine Mischung aus seltsamen Emotionen, die sich in euer Gehirn einzubrennen scheinen und auf diesem Weg eine definitive Aussage in euren Gedanken hinterlassen. Ich bin der Eingekerkerte, ihr stört meine einsame Ruhe, Sterblicher. Was seid ihr? Warum wurdet ihr hier eingesperrt? Verschwindet aus meinen Gedanken und zeigt euch. Ich bin hier, um dieses Gefängnis für immer zu versiegeln, Monster. Ich wollte nicht unhöflich sein, Eingekerkerte. Ich bin nur hier, weil ich eine Aufgabe erfüllen soll. Nehmen wir mal die 1. Eindrücke dringen in euren Verstand ein. Es handelt sich um wissendes Amüsement und Bitterkeit sowie Bilder, die so fürchterlich sind, dass sich euer Verstand weigert, sie aufzunehmen. Die Eindrücke vermitteln das Gefühl eines Wortes, ein Wort, welches das Wesen bevorzugt und das auf euch beide zutrifft. Gefangener.